29. Pereine, mitten in der Nacht, Schlacht in den Wolken. Ömer und Rafim haben sich bereits nach einem ersten Überblick in der Stadt orientiert. Geschosse prallen nach einer neuen Justierung gegen die Fortifex-Mauer und zersplittern. Selbst der gewaltige Ogerlöffel hat einen Brocken verschossen. Direktes Ziel unter Albrachts Führung war eine der Stelen, aber auch hier zerschmetterte nur das Geschoss. In der Festung klafft ein großes Loch. Der Bannstrahl von Rafirian hat eine Schneise der Vernichtung in das Höllenmetall und in die Wucherwurzeln gerissen. Unerde bröckelt heraus und es gibt eine gewaltige Kammer, die hier freigelegt ist. Höchstwahrscheinlich eure Landungszone. Währenddessen brennt Gareth lichterloh. Karakile haben, wie schon im Torischen Krieg, Tonkrüge und Sorduelsäpfel fallen lassen. Schwarzes Feuer und Säure brennt sich in Metall, Stein und Fleisch. Die Stadt stinkt nach Tod und Verwesung. Die Greifen Praios haben sich erhoben, zunächst unzählige Gotongis vernichtet, die aufplatzt wie Glas. Mittlerweile konnten viele Dämonen und ihre Reiter zum Absturz gebracht werden. Mit Piken und Hellebarden werden sie aufgeschnitten und aus der Sphäre verbannt. Dann kommen die Asquaratim, die schwarze Brandlohe von Blackharaz, verdrehten Irrhalken. Greifen und Sonnenlegionäre verbeißen sich in der Luft mit ihrem Zerrbild, trudeln und stürzen ab. Goldene Feder fallen und verglühen in der Hitze. Ein Gleiter mit Ballon und Segeln lässt besonders teuflische Fracht hinunter, Artefaktbomben. Eine große Gier lässt jeden zu den Geschossen hineinlaufen und wenn sie dann in Gareth aufschlagen, nach einigen Augenblicken explodieren sie und lassen nur noch Blutwolken und abgerissene Gliedmaßen zurück. Was wollt ihr tun? Ihr seid jetzt alle in der Luft, jeder auf seinem eigenen Gefährt, mit den Hexen, mit dem fliegenden... Ja, mit dem fliegenden Teppich oder aber, ja, Jaraste, der jetzt auf der fliegenden Festung gelandet ist, ein tatsächlich exquisiter Schuss von Albrax, der ihn just über dieser Landezone abgeworfen hat. Allerdings liegst du immer noch oben auf einer Fortifex-Mauer in der Luft und blickst eben nach unten, wie du unter dir die Wachen erkennen kannst, die dort, ja, das eine oder andere mal zaubern, hinunterblicken. Ist allerdings noch zur Bewegungslosigkeit verdammt. Gut. Ja, was wollen die anderen Helden tun? Ja, dann fange ich mal an am besten. Ich liege ja mit dem Bauch auf diesem fliegenden Teppich. Ich würde meinen Zauberstab in ein Seil verwandeln. Dieses, unter den Teppichen durchwerfen, sozusagen, dass ich so auf der anderen Seite wieder auffangen kann und mich mittels dieses Seiles an diesen Teppich knoten kann, damit bei unvorhergesehenen Flugmanövern ich nicht in die Tiefe stürze. Mhm. Ja, das Verwandeln in ein Seil geht natürlich relativ schnell, erfordert da wenig Konzentration. Wie gesagt, das Seil kann man ja steuern und ja, das so, dass auf der anderen Seite wieder herausschwebt und dann mich selber verknoten mit diesem Seil und vielleicht mit einem Gürtel um meine Robe. Mhm. Ja, liegst du immer noch auf dem Teppich, der ziemlich gewagte Manöver fliegt und du hast weniger gerade das Gefühl, dass du ihn selbst steuern kannst, sondern dass er quasi was von dir erwartet, dass er erwartet, dass du ihn, ja, vertrittst, beziehungsweise während er gewagten Manöver durch Karakile hindurchfliegt oder unter und über den Asquaratim, die dann auch dir teilweise folgen, teilweise abgehängt werden, irgendwelche Manöver, die dann durch die Häuser geflogen werden, also unglaublich impulsiv dieser Luftelementar, dieser Luftgen, der jetzt in diesen Teppich reingewoben wurde und dir einiges abverlangt. Ich guck mal nach vorne, sehe ich die Festung selber schon? Ja klar, also den großen Schatten kannst du von überall in Gareth erkennen und die schwebt ja viele, viele Meter hoch über dir. Der Schatten verdunkelt mittlerweile die Stadt und du kannst jetzt nach und nach auch sehen, wie Isarun und auch Yalan gemeinsam mit einer dritten Person in Luft durch die Gegend schweben. Helero, so voll nur. Steuer mich zu diesen Personen. Ich zeig mal auf die entfernten Personen Isarun und Yalan, ich vermute. Und in der Mitte kannst du dann den dritten Magier erkennen, auch nur als Luftgestalt wahrzunehmen. Das ist der Erzmagier Jelefi Miasafa. Gut, dann ja. Könnt ihr zusammenkommen.
Ja, ich würde dann die Zeit nutzen und schon mal einen Guardianum gegen Dämonen wirken. In der Zeit, wo Abel mir sich mit dem Teppich auseinandersetzt. Magistra, ich muss gestehen, ich fühle mich nicht gut. Ist das normal? Wir sind aber weit oben. Ja, das ist schon richtig, aber wart ihr nicht auf Schiffen? Da gibt es doch auch so hohe Masten. Nun, den Mast habe ich vermieden. Oh. Naja, dann seht nicht nach unten, also nicht, dass ihr euch noch übergeben müsst. Das wäre ungünstig. Nun gut, aufwärts schätze ich, oder? Was denkt ihr über das? Richtig, ich werde uns noch gerade schützen, wenn ihr mich gerade einen Moment konzentrieren lasst. Wie gesagt, gegen Dämonen, ich lasse mir Zeit. Venustate Defendamor. Und dann bildet sich die gewohnte Guardianumkuppel. Mhm, okay. Dann können auch Rafim und Ömer, die immer noch auf den Hexenzäunen mitreisen, können dann natürlich auch erkennen, dass jetzt ihre höchstwahrscheinlich Gefährten sich mit in den Luftkampf begeben haben. Der Ogerlöffel wurde abgeschossen, das habt ihr alle mitbekommen, alle gehört, denn es gab einen gewaltigen Knall, der das Katapultieren dann eben auch begleitet hat. Natürlich dann viele, viele Geräusche, die euch jetzt umgeben, auch wenn ihr hoch in der Luft seid, aber der Knall des Ogerlöffels war auch zu hören. Gesehen, wie eine große Statue dann verschossen wurde, gemeinsam mit ein paar anderen Steinen, die allerdings immer noch hoffnungslos landen. Könnt dann eben sehen, dass der Schuss von Albrax ziemlich genau war und Kiaras dann oben auf der Fortifex-Mauer zum Liegen kommt. Auf der Mauer. Das heißt, das Ding ist anscheinend durch den Schild durchgegangen. Das heißt, unsere Antimagier haben alle Fäden gezogen, die man anscheinend ziehen muss. Das ist nicht abgeprallt. Dann will immer gucken, wo ist hier das Arena-Viertel? Ah, das ist das Iman-Stadion. Wo ist hier die Festung? Okay, ungefähr so, da muss das Loch sein und dann versuchen, den Flugwinkel auch einzuhalten, um da selbst reinzukommen. Wenn man davon ausgeht, dass ja nicht alle Fortifexes wahrscheinlich da weg sind. Ja, kannst gerne mal eine Orientierungsprobe machen, dann kann ich dir da mehr zu verraten. Ansonsten ist das jetzt deine Einschätzung. Also, da vorne, der Winkel, der geschossen wurde, wurde über die Festung geschossen und er landete dann über dem Fortifex auf dem Fortifex. Sprich, stell es dir vor wie eine Kuppel um diese Festung. Und er wurde nie dagegen gematscht, sondern eben darauf. Ah, da liegt er also anscheinend auch auf der Festung. Habe ich das falsch eingeschätzt? Ja, können wir das irgendwie kaputt machen? Wir müssen warten. Ah, da bist du ja wieder. Zum Glück. Ich hatte dich zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Pff, scheiß, wie hoch ist das hier? Ja, ja. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen noch höher und wir müssen auf unseren Moment warten, wenn wir da hineinfliegen wollen. Ja, aber da ist doch ein Loch. Nein, die Statue liegt ja auf der Kuppel. Rafim, blick mal in die Richtung. Aber du hast recht, da liegt doch irgendwas drauf. Das ist eine von Albrecht abgeschossenen Statuen. Ich weiß nicht, wer sich hat abschießen lassen, aber wir haben anscheinend jemanden gefunden, der es getan hat. Und jetzt eine halbe Stunde versteinert ist. Finde ich gut. Hoffentlich wird er nicht von Dämonen zerrissen oder sie. Ja, na. Können die Hexen da irgendwas machen? Wie kommen wir jetzt denn da rein? Wenig. Solange der Fortifex noch aktiv ist, können wir nur drumherum fliegen. Genau, deswegen bleibt mir die Größe. Was ist ein Fortifex? Das ist eine unsichtbare Wand, die keiner kaputt machen kann, solange sie da ist. Deswegen müssen wir warten, dass die Magier von Gareth aus endlich diesen Fortifex kaputt machen, dass wir reinkommen können. Ah, okay. Okay, lass uns gucken, da unten. Siehst du das, was man am Zu nicht sieht? Diese Leute, die so durchsichtig wirken? Ich glaube, das sind unsere. Ich glaube, das sind unsere hier Magierbergsteiger. Ich sehe zwei, glaube ich. Ich glaube, das sind zwei. Sind das auch drei? Ist ganz schwer zu erkennen. Irgendwas fliegt da unten. Sieht aus wie ein Teppich. Das ist doch bestimmt hier unser Flugmeister Abelmir. Ja, währenddessen könnt ihr sehen, wie der Gleiter, der ähnlich aussieht wie euer Adler, der sich ja natürlich auch schon in die Luft erhoben hat, eine weitere Bombe abwirft, eine weitere Artefaktbombe. Und ja, es dauert eine ganze lange Zeit, aber während ihr euch weiter orientiert und dann grob Aufstellung nehmt, um mal in Richtung von Isarun, Yalan und Abelmir zu fliegen und natürlich auch Jelef eben Yasafa,
könnt ihr dann sehen, wie die Artefaktbombe landet und wieder einmal mehrere Dutzend Menschen zu dieser Artefaktbombe hinlaufen. Sie auch nicht angreifen oder beschädigen, sondern sie umkosen, liebkosen und dann ebenso wieder zerfetzt werden. Dass perfide Dinge hier passieren. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber man sollte eigentlich von sowas weglaufen. Ich glaube, die laufen dahin, weil es irgendeinen Zwang vielleicht auslöst, schwer zu sagen. Das ist bestimmt bösartige Magie, noch mehr bösartige Magie gekoppelt. Böse Magie. Typisch. Wir sollten uns auf jeden Fall von diesen Dingern fernhalten, wenn wir sie auf Entfernung sehen. Ich weiß nicht, ob es dann schon zu spät ist. So hoch wie wir sind, scheint es das nicht anzugreifen, dass wir das haben, dass wir da hingehen wollen, aber die anderen auf dem Boden scheinen nicht so viel Glück zu haben. Wie lange dauert das mit den Magiern denn? Wir können jetzt ja nicht ewig hier in der Luft. Weiß ich nicht. Lass mal fragen hier. Da vorne sind doch die vier Gestalten. Ja, sind ja mittlerweile auch rangeflogen und können sie dann erreichen. Seht dann auch noch den dritten Schimmer von Jellef eben Yasafa. Ja, Magier, da seid ihr. Macht jetzt diese Fortifex Wand muss kaputt. Ja, Rafim. Ja. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen sich darum kümmern. Nun, wie lange wollen wir uns noch sicher sein? Bald sind wir da. Haben Vertrauen. Man tut das ein sehr kurzer Flug. Wir könnten es testen, also ob es immer noch besteht. Auf der Festung liegt doch irgendjemand als verschneite Statue. Das ist wohl Kiaras Karino. Hat er also es dorthin geschafft. Also. Gut. Also müssen wir doch einfach nur warten, bis er hinabfällt, dann wissen wir, dass dort eine Lücke ist. Wie lange hält sowas? Der Vortifex hielt ein halbes Stundenglas beim letzten Mal. Oh, verfluchter Mist. Wir können doch jetzt nicht eine halbe Stunde hier in der Luft rumhängen, die werden uns runterschießen. Richtig, machen wir das lieber nützlich. Was ist mit diesem Gleiter da? Können wir den angehen? Wir können es versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Kontrolle habt ihr? Ihr seht irgendwie seltsam aus. Es ist wie Bergsteigen, fühlt es sich an. Wenig schwummrig, aber sonst. Okay, wenn ihr kämpfen könnt, ich bin mir jetzt auf diesem Zaun nicht so sicher, aber wir können es probieren. Ihr seid doch verdammt schwer. Ihr seid so nett. Oh. Könnt ihr denn vielleicht auf dem Ding landen? Wir können euch auf dem Ding landen, wird schwer, aber wir können euch darüber bringen, dann könnt ihr runterspringen. Könnten wir nicht die Hülle zerstören, dieses Ballons? Sicherlich. Warum? Beim anderen ging er dann, glaube ich, ziemlich schnell nach unten. Tun wir das dann drauf zu, ihr werdet wohl schneller sein als wir. Ja, keine Ahnung. Hat irgendwer so ein bisschen Brandöl dabei, sonst verfackeln wir das Ding ab. Das ist doch viel einfacher. Leider nicht. Aber ein Schwert reicht doch völlig aus, oder ein Dolch, um Löcher in diese Hülle zu schneiden. Na, komm, wir probieren das. Jetzt komm, machen wir das. Ömer zieht seinen Säbel. Immer schön von oben! Dann können sie uns nicht abschießen. Ja, von oben und dann drauf. Und dann drauf. Und so gut sehe ich, dass er dirigieren lässt, staffen wir dann wohl hinterher. Ja, klar. Also wird er dann mit euch an den Händen genommen, dorthin schweben, wo ihr gerne hin möchtet. Er vertraut euch da in der Hoffnung, dass ihr ihm dann ja auch nicht in der Konzentration stört, während er euch diesen Zauber schenkt. Ja, ihr rast dann natürlich mit der Geschwindigkeit, die euch gegeben ist, auf den großen Ballon zu und könnt dann sehen, wie mehrere schwarze Greifen dann auch vor allem in Richtung von Yalan unterwegs sind. Während ihr seht, 2, 3, 4 schwarze Greifen, die jetzt in eure Richtung unterwegs sind. Ein Höllenmanöver. Könnt ihr sehen, wie 2, 3 andere Greifen, die dann Güldenschein, den Kampf aufnehmen und dabei auch einen Reiter verlieren, der dann in den, ein Sonnenlegionär, der dann unaufhaltsam in den Tod stürzt und viele, viele Meter, die ihm jetzt höchstwahrscheinlich dann den Tod schenken werden. Wie in Zeitlupe könnt ihr sehen, dass er dann runterfällt, aber einer der Greifen ist immer noch unterwegs zu euch. Werfe mein Schild, du warst fest am Fluch einmal. Wir kriegen Besuch! Frage an Ömer und Rafim. Wollt ihr mit eingreifen oder zieht ihr das durch?
Ehrlich gesagt ziehen wir das durch und machen die böse Festung, also dieses fliegende Ding da kaputt. Ja, ich dachte mir, wir landen, wir versuchen oben auf den Ballon drauf zu springen, aus nicht allzu großer Höhe. Genau. Dass wir sozusagen nicht den Fallschirm dafür brauchen, sondern nur, dass wir da eben so drauf kommen. Gut. Dann könnt ihr einige Zeit später, also ja, ein paar Augenblicke, die Zeit lässt sich hier oben nicht wirklich gut abschätzen, ebenso wie die Höhe oder die Geschwindigkeit, ihr wisst nur, dass es unglaublich kalt ist, könnt ihr dann oben auf dem Ballon landen und abspringen. Wir gehen in die Initiative. Oben auf dem Ballon steht aber kein Mensch, ne? Nee, aber unten dann die Schützen, genau. Die mit Bogen bewaffnet sind und ein paar Wächter, die dann da mit einem Flegel oder sowas stehen und der eine oder andere wirft dann immer mal wieder, wenn die richtige Position erreicht ist, dann diese Artefaktbomben runter. Gut. Würfeln wir anderen auch schon oder sind wir zu weit weg? Ihr bekommt jetzt einen anderen Kampf. Eure Initiative bleibt bestehen. Rafim ist nicht da, Ömer ist nicht da. Gut, Rafim und Ömer würfeln bitte eine eigene Initiative aus. Alle anderen sind bereits ausgestattet, denn die Initiative wird durch Mut bestimmt. Also einfach blank ist der Mutwert. Genau, blank der Mutwert. Keras ist leider nicht da. Und. Sorry. Ja, Moment. Spielen Waffenmodifikatoren da rein oder werden die ignoriert? Waffenmodifikatoren werden da meines Wissens. Naja, wüsste ich jetzt nicht, dass das da drin steht. Du kannst sie meinetwegen benutzen, ja. Dann steigt meine Ini um 2 Punkte. Um 2 Punkte? Ja, 1,5 Hände. 1 Punkt von Haus, 1 Punkt aus Verbesserung. Okay. Gut, wir gehen einfach mal die Regeln durch für den Kampf in 3 Dimensionen. Die Rundentaktik, ob man offensiv, defensiv kämpft, ist, glaube ich, gar nicht so sehr wichtig. Das interessiert uns nicht. Aber Positionsprobe, Kern dieses Systems ist die Position. Ihr würfelt auf Fliegen. Übrig behaltene Punkte könnt ihr auf AT, PA oder TP aufschlagen. Sprich, wenn ihr 6 Punkte habt, könntet ihr 2-2-2 für den nächsten Angriff bekommen. Ja gut, dadurch resultiert dann auch, wenn ihr die Fliegenprobe nicht schafft, dann könnt ihr euch von der AT, PA und der TP verabschieden und dann so und so viele Punkte streichen. Fliegende Wesen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 oder mehr erhalten noch Bonuspunkte. Das ist in diesem Fall nicht so, denn weder ihr habt mehr als 20 noch die ihr halten. Die fliegen nämlich nur mit 18. Ihr seid nicht klein und ihr habt auch keine beweglichen Fluggeräte. Hier gäbe es natürlich nochmal sowas wie die weniger beweglichen Fluggeräte. Das sind dann sowas wie Insektokopter, haben wir alles nicht. Und dann können wir eigentlich anfangen. Das heißt, wir würfeln immer erst eine Fliegenprobe. Wir fangen an mit Abelmir. Gut, Sekunde. Fliegen. Gut, dann darfst du dir tatsächlich einen Punkt auf beliebiges aufschlagen. Ja, ich auf Attacke, natürlich. Ja, kann ja sein, dass du es auch auf Parade oder sowas machen willst. Nö. Gut, dann würfel doch mal bitte deine Attacke. Du kannst dich... Genau, du bist gemeinsam mit Isarun und Jelef gebunden und Jalan... Nee, Moment. Nee, du kannst dich alleine bewegen, so rum, genau. Dieser Aufschlag gilt auch nur für diese Kampfrunde, vermutlich. Nur für diese Kampfrunde, genau. Dann werde ich normale Attacke würfeln und dann aber auch plus 1 jetzt rechnen. Wäre gelungen. Mhm. Dann kannst du auch gleich den Schaden machen, denn dein Ehrhulk verteidigt nicht. Dem ist das herzlich egal, was du Schaden machst. Ja, Sekunde. Ja. Hier. Kommt nicht durch die Rüstung durch, die Rüstung eines Ehrhulken ist 5. Dann kannst du auf ihn... Ja, beschreib doch mal die Situation, wie du jetzt gerade auf ihn zufliegst mit deinem fliegenden Teppich angebunden und dann mit deinem Säbel nach ihm hackend. Ich steuere direkt auf ihn zu. In letzter Sekunde schwenkt der Teppich unter ihm durch und ich schlage nach seinem linken Fuß. Anscheinend ist dieser aber knorrenhart, sodass der Säbel abprallt, ohne wirklich eine Wirkung zu erzielen. Mhm, gut. Dann bestimmt Isarun mit der 15 jetzt die Initiative für euch beide und darf euch bewegen. Eine Fliegenprobe bitte von Isarun. Und auch gleichzeitig eine Fliegenprobe von Yalan bitte. Ja, wir würfeln trotzdem Fliegen, aber wir laufen. Ach ja, stimmt, dann macht irgendwie nicht so viel Sinn.
Nicht so wirklich, muss ich gestehen, aber... Ich guck gerade mal nach. Schwimmen ist es nicht. Also wir fliegen ja nicht wirklich, wir stehen ja auf einem semifesten Untergrund. Das ist auch von unserer Front aus. Das ist richtig, es mag euch trotzdem verwirren und ich lasse da trotzdem Fliegen würfeln. Könnte man stattdessen Orientieren nehmen? Ich glaube, ich würde sogar... Ja, doch. Also eine Körperbeherrschungsprobe will ich explizit nicht haben. Orientierung ist jetzt zwar ein Naturtalent, aber ich würde euch das gestatten, ja. Dann möchte ich stattdessen orientieren dürfen. Ist auch natürlich auch gestattet. Na dann. Denk bitte an deine Erschwernis von plus 3 auf alles. Genau, ist auch nicht wichtig, musst du nur dran denken. Das heißt, du hast noch 5 Punkte übrig. Ja, danke fürs Mitdenken. Ich werde das noch mehr als einmal verpeilen, glaube ich. Ja, kein Problem. Dann würfelt auch bitte gleich die Attacke, wenn ihr euch entschieden habt. Bitte sagt mir nochmal, was ihr machen wollt. 5 Punkte von Jalan. Warte erstmal auf Isaruns Ansage, die bewegt uns ja. Jalan, also wenn ihr euch so ein bisschen nach außen lehnt, dann solltet ihr durch den Schild durchkommen. Ich mache auf meiner Seite das gleiche, aber wir müssen die Hände von Yasha verhalten. Hoffen wir mal, dass wir ihn kriegen. Also, ja. Genau, ich ziehe mein Schwert und wie verteile ich die Punkte? Was hat der Gardianum für eine Reichweite? 3-Schritt-Radius. Zentral mit dir als Punkt, ja? Ja, genau. Also ich muss mich, also wahrscheinlich schaffe ich das dann halt nicht, außer ich würde mit dem Magierstab schlagen. Also solange deine Arme nicht länger sind als 3 Meter. Ja, dann musst du mit dem Magierstab. Gerade nicht. Ich stehe also bequem am äußeren Rand, das ist schön. Genau, also gut, dann werde ich einfach mal Magierstab aktivieren. Ich würde dann alle 3 Punkte auf Attacke, 2 Punkte auf Parade. Ich nehme mal noch Party. Gut, TP sind natürlich auch noch möglich, habe ich ja angesagt. Dann würfelt bitte beide. Danach darf der Askrat. Haben wir einen Gegner zum Attackieren? Ich sehe irgendwie keinen. Sollte visible sein hier. Also das ist nur der eine. Das ist nur der eine, ja. Die anderen, also 4 waren es eigentlich und ich kann euch auch noch mehr schicken. Macht ihr erstmal den einen. Also ich krieg 5 auf AT, dann ziehe ich wieder 3 von ab, habe ich noch 2 auf AT. Lass erstmal Isa rum. Ja, also ich bewege uns jetzt erstmal so heran. Wie schnell können wir laufen? GS, ne? Ja, eigentlich GS, du kannst ranfliegen, weil ich fliege euch gleich entgegen, das ist gar kein Problem. Achso, okay, gut, dann mach mal so. Ja, dann müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Also okay, den können wir nicht attackieren. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt sowieso gleich lang fliegen und dann bekommt ihr von mir. Jalan ist der Bandstrahler. Dann werde ich tatsächlich gegen Jalan angreifen, in der Hoffnung, dass da. Ja, doch, dass du nicht mehr im Gardianum drin stehst. Jellef wird noch geschützt. Kein Problem, halte ich gegen. Mhm. Also ich will schon darauf achten, dass Jellef innerhalb meines Guardians bleibt. Ja, Jellef auf alle Fälle, ja genau. So, ich würfel mal eine Fliegenprobe für den Askwarat, das wird er höchstwahrscheinlich bestehen. Ist ein Punkt, den er weniger hat. Beziehungsweise ich muss gerade gucken, Q7, was hat er für Attribute? Welche Waffe führst du, das einhändig oder wie ist das? Ich meine, muss ich Yasser verpacken? Du musst mit einer Hand Jellef berühren, ja. Okay, dann beziehungsweise eher Jalan. Oder so rum, ja. Der hat ja die Hände frei. Stimmt, ja, doch, du hast recht. Eine Hand dann auf Isarun, eine Hand auf Jalan. Das, klar, doch, das geht. Ausweichen kann ich wahrscheinlich nicht, weil sonst würde ich mich, Also, parieren gegen große Gegner. Deswegen hatte ich ihn hier gegen. Genau, so. Du bekommst einmal einen Schnabel von mir. Ich muss gerade überlegen, ich habe noch ein paar Punkte. Ich werde einfach die ganz normale Schnabelattacke würfeln, das ist schon genug. Denke daran, dass du 6 Punkte Erschwernis bekommst. Warum? Weil ich ihn auf Distanzklasse S gegenhalte, da er die durchlaufen muss und der Schnabel nicht auf S geht, bekommt er 6 Punkte Erschwernis. Bei Sturzflugangriffen... Bei Sturzflug gilt wie ein Sturmangriff, ja? Ja, stimmt, du hast recht und du hältst ihn gegen, ja, doch, passt. Ansonsten hätte er 6 bekommen, weil ich würfel dann jetzt, das ist nochmal um 2 erschwert, mit der 2 Erleichterung kommt es insgesamt auf 0 raus, das dürfte gelungen sein, nehme ich an.
Das dürfte gelungen sein. Ich werde tatsächlich dann mal, wenn du so Sachen auffährst, werde ich dann doch mal die Fliegenpunkte vom Asquarat mit einführen. Nächstes Mal. Und dann können wir mal gucken, inwiefern das wird. Ich würfel noch spaßeshalber eine Kralle gegen dich aus und eine Kralle gegen den Schild von Isarun. 1, 2. Kralle gegen dich nicht gelungen, aber die Kralle gegen den Schild. Dann kannst du dir 11 Schildpunkte bitte abziehen. Und Jalan darf mit seinem Schaden, das ist was für Schaden? 11 Punkte Praios. Praios? Wer hat das Praios geweiht? Der Strahlkolbenbohrer. Das sind dann 22, ne? Jo, brauchst du eine Zone? Nee, brauche ich nicht. Dämonen haben keine Zone, Dämonen haben keine Wunden. 22 minus 5. Dann kann das bitte als Schaden in den Alken eingetragen werden. 17. Dann auf der anderen Seite durch. Und wir machen weiter mit Raffin und Ömer. Kurze Frage. Ja. Wenn er vorbeifliegt, kann man ihm dann einen Passierschlag mitgeben oder ist das in diesem Sturzflug schon abgehandelt? Das ist in der Beschreibung dieses Systems. Fliegt ihr sowieso die ganze Zeit umeinander herum und ihr verbeißt euch da nicht. Okay. Ja, von oben sozusagen, von höher als das Fluggerät ist, kommend sozusagen über das Fluggerät und dann sozusagen mit dem Fluggerät mitten absinken. Das ja, würdest du vom Zaun runterspringen? Ja, so, also bei ungefähr 4-5 Metern, klar. Gut, dann werden sie nicht direkt über den oder auf den Ballon zufliegen, sondern eben erhöht. Und dann kannst du gemeinsam die Hexen fliegen weiter. Lassen dich dann runterspringen. Ja. Und dann darfst du einmal bitte auf dem Ballon landen, der Schaden vom Sturz wird wahrscheinlich nicht ganz so schwer werden, aber die Körperbeherrschungsprobe ist erschwert. Ich gebe dir mal nicht eine plus 4, sondern eine plus 8 auf die Körperbeherrschungsprobe, um auf diesem Ballon zu landen, denn der ist natürlich weich und gibt etwas nach. Dann würde ich ganz gerne 2 Astralenergie einsetzen, um meine Körperbeherrschung um 4 Punkte zu erhöhen. Ja. Ist genug. Dann müssen wir den Sturzschaden auch überhaupt nicht auswürfeln, denn da kannst du genug Punkte rausziehen. Uns also sagt, auf dem Ballon landen, der wie gesagt unter dir nachgibt. Raffi? Sieht dieses Ding so aus wie hier oder so aus wie da? Weil das ist ja ein Unterschied. Es ist eher sowas wie das hier und dann anstatt diesen Segeln sowas wie ein Ballon, der dann da über angebunden ist. Okay, aber es. Wenn ich oben auf dem Ballon bin, könnte man von unten nicht auf mich schießen, ohne durch den Ballon zu schießen. Solange der Ballon noch besteht, können sie es nicht, nein. Ja gut, dann möchte ich, dass die Hexen mich einfach genau über dem Ballon einfach runterlassen. Ja gut, dann fliegen die Hexen auch weiter. Also ich würde gar nicht von dem Ding runterspringen, ich würde da einfach runtergehen. Runtergehen? Ja. Dann gib mir mal eine Kletternprobe plus 4. Okay. Gut. Ja, dann springst du, wie gesagt, dann landen die ja mal kurz hier, beziehungsweise nicht landen, sondern bleiben kurz stehen. Du kannst dann abspringen daneben, hält sich ein paar Leinen und Tauen fest und ja, die Hexen fliegen weiter. Damit seid ihr alleine auf dem Ballon. Nächste, zweite Kampfrunde. Ich würfel einmal die Initiative für unsere Söldner. Die gerade mal suchen im NPC-Bogen. Können aktuell, wie gesagt, noch nicht viel machen. Wir haben Nahkämpfer dabei und wir haben natürlich auch Fernschützen. Ihr Halkengardist.